Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier bei 70D. Wir fahren heute mal in die, ja, in die Schrottgegend. Möglichst viel Teile besorgen vom Auto. Außerdem, ja, allgemein Rohstoffe. Vielleicht finden wir noch ein Haus, wo wir durchsuchen können. Das wäre der Idealfall, ne? Ja, wir müssen einige Reparaturen durchführen. Ich habe nachts Material gesucht, Eisen vor allen Dingen. Das wird aktuell eingeschmolzen. Ja, dann halt viel den Elektrozaun reparieren und ein paar Falten wieder aufstellen, neuer im Prinzip, weil defekt, ne? Letzte Blutnacht. Da war ich auch sehr schlecht zu hören. Tut mir leid. Hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen. Ja, aber nun hoffe ich, dass heute klappt. Muss ich gleich nach der Aufnahme gleich mal testen, ob das heute passt. So, vor dem Haus war man gewesen. Da werden wir heute mal rechts abbiegen. Wir sind nach links gefahren, heute fahren wir nach rechts. Schauen, was wir hier so finden. Wir bleiben auf dem Weg. Die Straße. Ja. Ist eher ein Weg. Ja, der Geier stört ganz schön, aber der bleibt jetzt erhalten. Immer ziemlich heiß, ne? Hoffe, dass mir nicht so heiß wird. So. Mal sehen, wo uns der Weg hinführt, ne? Ich würde ja gerne in eine Karte reingucken, aber meistens dann kommt der Geier. Hier im Haus waren wir schon, glaube ich, mal gewesen. Gibt noch ein Geier. Hier fahren wir nach links hoch. Da hat noch ein Geier. Da ist ein Turm. Weit nicht was. Ach so, ja, so ein Funkmast. Da wäre mal interessant. Ah, das kennen wir schon. Hier links interessant, ne? Drei Stück, du. Da nehmen wir die Axt. Billigen Munition erledigen, also das können wir nicht verschwenden, ne? So, hier sind zwei Autos. Müssen wir einen Weg reinfinden, ne? Das Mal hatte ich aber die Picke mitgenommen. Ich hatte mir letztes Mal vorgenommen, wo der Ton nicht passte, aber da hatte ich hier Eier, keine Eier. Gebrannt, der Bursche. Tut's weh? Erlösen hier. Hier ist ein Hund. Den lassen wir mal die Arbeit machen lassen, ne?
Na komm, mach hin, weil ich. Ja, das war kurz und schmerzlos. Aber wir haben Pickel mit. Oh. Die werden wir mal erledigen, nachladen. Pickel, die können wir nach oben nehmen. Die könnten wir eigentlich viel abbauen. Hoffe ich jedenfalls. Elektronik. Aber erstmal säubern. Bin mal ganz mutig. Oh, das ist scheiße. Der Turm wird nur Schrott bringen, aber hier oben reingucken. Boah! Heftig, heftig! Zombiebär! Ja, ich fahre eh nicht mehr her. Wir werden selten in der Gegend fahren hier. Vielleicht nur was Brauchbares. Ja, und Scheine. Schön. Kühler aus Messing, ja, ist gut. Den kann man gebrauchen. Ja, Zombies bringen XP. Kommen wir alle entsprechend entgegen hier. Reifen ist gut. Schauen wir mal, vielleicht finden wir was Brauchbares. Irgendwas bauen können. Auto, kleinen Hubschrauber oder sowas. Auch noch eine Kühlung. 100 Schuss. Hier findet sie meist auch einen Messingkühler. Und das in der Gegend. Ja. Die elektronischen Teile, die wichtig sind. Der Schrott ist ja gar nicht mal so wichtig, aber die hohen Teile.
Bin ich alleine. So. Wir haben auch Toben, ne? Meine Ausbau ist aber auch klein, ne? Nur zwei Teile meistens, na, da sind noch vier. Ja. So viel Arbeit, so viel, so wenig Lohn, ne? Ja, auch nichts. Ne? Die Teile brauche ich ja für meinen Elektrozaun. Ausbau, Reparatur brauche ich da nicht. Lampen bauen zum Beispiel. Aber alles werde ich auch nicht holen. Das ist ja auch so langweilig, ne? Hier die paar Teile noch hier. Das habe ich jetzt zusammen. 80. Machen wir 100 Stück, ne? Oder zumindest die paar Teile hier. Die machen wir fertig. Die drei hier. Das reicht dann auch. 100 braucht ziemlich lange. Schauen wir mal eine Karte, wo wir überhaupt sind. Ob wir eine Ecke haben, wo wir noch hin könnten. Ne? Dann haben wir innen drin noch alles aufgebaut. Ob wir da einen Mod verwenden können. Aber sicher. Da war es gewesen, da fahren wir hin. Ne, da nicht, okay. Das nenne ich mal einen guten Fang. Wollt ihr Munition bauen? So. Moped. Der ewig brennende. Haben wir schon mal gesucht. Aber ich fahre mal die Straße hoch. Bin nicht neugierig, ne? Was da ist. Oh, ein großes Gebäude. Kennen wir noch nicht. Pass mit der Geier. Oh, hier ist ein Licht.
Teile haben wir genug. Das ist das Firmengelände irgendwie. Ich glaube, hier waren wir mal gewesen. Obwohl, das kann nicht sein, weil es auch nicht fremd ist, ja fremd war. Aber doch. Die fahren mal Richtung Ausrufezeichen, wo wir hinfahren wollten. Und die Autos und so, das können wir noch später machen. Aktuell haben wir 3 Teile, Messing. Also Munition haben wir schon ein bisschen was zusammen. So. Fahren. Mit sie. Du kein Ampedionika, was bei mir. Und das liebe ich so, also ich mag mir auch nicht hier fahren. Wuppert kaputt. Oh, eine Mine. Missy. So erschrecken. So. Nicht zerlegen. Nutzen. Hilft zwar nicht gegen Infektion, aber gegen extreme Verblutung. So. Mein Hirsch. Das war kein Hirsch, aber der steht mir da im Weg. Ah, dann braucht ein Messer holen. Brauchst sowieso Fleisch. Nimm hier alle. Gibt nix. So. Weiter geht's. Ich will Ausrufezeichen. So. So, hier war es zu erledigen. Erstmal die Zaungäste.
ausschalten. So ein Weg reinsuchen. Ach ja. Hier gehen wir gleich um auf Nahkampf. Okay. Oh, Messing. Erstmal anklopfen, ne? So. Dann sagen wir Hallo. Ja, hallo. So, versiegelt. So, mal ein Siegel aufmachen, ne? Oder? So. Naja, wegen ein Schießpulver, ne? Interessant. Eigentlich wollte ich nicht runter. Ach, hier im Händler, ja. Mal ganz kurz mal Gepäck leer machen und dann ein paar Sachen mitnehmen, ne? Moped, wo bist du? Das ist da irgendwo. Bei der Brücke, ach so, ja genau. Wollen wir einiges rübernehmen, was wir jetzt garantiert nicht weiter finden. Oh, Messing, ja. Eisenbahn. Weizenmehl. Tabletten helfen jetzt auch nicht. 200 Schuss. Das ist sehr gut.
Steine brauchen wir keine jetzt. Rohre. Lockpicking, also Federn brauchen wir eigentlich auch nicht. Bruchsand in dem Sinne auch nicht. Knochen. Bisschen Schrott ist immer gut. So, noch mal rein. Den Rest holen, ne? Was wichtig war. Ob das zu gebrauchen ist, glaube ich eher nicht. Aber es könnte ja sein, ne? Und der Händler sagt bestimmt auch nicht nein dazu. So. Kurz Messing holen. Naja, Nitrat. Nitrat ist nicht unbedingt wichtig. Gut, mehr haben wir hier nicht. Gut, dann fahren wir zum Händler, ne? Aber das machen wir in der nächsten Folge. So, die Show, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.